Willkommen zum Weihnachtsvlog hier auf Mabache TV. Ich bin sicher, einige von euch werden auch heute am 24. Dezember noch wie kopflose Hühner durch die Stadt flitzen. Getrieben von diesem einen unausweichlichen, ganz bestimmt kommenden, von Papa, Mama oder wen auch immer initiierten. Dem Bimmel. 18 Uhr. Geschenke. Der Christbaum leuchtet, die Tür öffnet sich. Sternspritzer, Backerle, viele Backerle. Und ihr habt noch keins. Ich weiß. Und wenn ihr euch jetzt von mir Geschenketipps erwartet, dann seid ihr genau richtig. Aber ich gebe nicht irgendwelche Geschenketipps, nein, ich gebe eine Geschenkephilosophie. Denn damit habt ihr mehr, wie ich finde. Aber Achtung, ich bin Pragmatiker. Ich schenke nichts und will keine Geschenke. Es sei denn, es passt wie die Faust aufs Auge. Soll heißen, ich mag es nicht, wenn man zu Geburtstagsfesten einlädt und dann kommen viele Freunde zusammen, was super toll ist, und jeder bringt irgendwas mit. Eine Flasche Wein, irgendwelche Pralinen, die keine Ahnung schmecken, Wein, den ich sowieso nicht mag. Darum finde ich das einfach immer irgendwie blöd. Mir ist es viel lieber, die Leute kommen, wir haben Spaß und sehen uns und quatschen. Ist mir viel lieber als irgendwelche Geschenke, nur um der Geschenke willen. Und am meisten hasse ich, ist ein hartes Wort, aber am meisten mag ich nicht, sag ich mal, diese Krimskrams-Sachen, die im Regal stehen. Irgendwelche Deko-Sachen, schöne bunte Kerzen oder Kügelchen, die irgendwelche Geräusche von sich geben, wenn man sie bewegt oder was auch immer. Unnötig, das müssen nur die Assis abstauben. Pflanzen, gut, Pflanzen mag ich, habe ich auch in der Wohnung, aber da will ich auch selbst entscheiden, welche Pflanzen. Denn ich will am Ende nicht mit einem Terrarium dasitzen. Darum gibt es von mir niemals Geschenke, weder Geburtstag noch Weihnachten. Es sei denn, ich finde etwas, das für eine Person wirklich gut passt. Oder Freunde haben eine Idee für ein Gemeinschaftsgeschenk, was etwas größer ist, aber dafür wirklich passt. Wie zum Beispiel, Freunde von mir sind jetzt aufs Land gezogen, in einem Haus mit Garten, und das Erste, was sie gesagt haben, wir werden den Garten bearbeiten, das wird so schön. Jetzt haben andere Freunde irgendwelche so ein Paket gefunden, wo es alte Samen gibt, von Pflanzen und Gemüsesachen. Und das ist eine geniale Sache, weil legt man zusammen, man erhält das Kulturgut der unterschiedlichen Samen und es gibt was für den Garten. Perfekt. Da bin ich gern dabei und mache mit. So, aber, ja, und meine Freunde haben das bei mir gegenüber auch schön langsam gecheckt und handeln auch danach. Wie zum Beispiel die liebe Heidi. Die hat mir zum Geburtstag im März ein Geschenk. Sie hat mir versprochen, als Geschenk, dass sie mir einen Polster macht für meinen YouTube-Kanal. Mabacher TV. Denn jeder Fernsehkanal braucht einen eigenen Polster, finde ich. Und es hat nur 9 Monate gedauert und jetzt habe ich ihn gekriegt. Und zwar genau richtig zu Weihnachten. Das heißt, ich freue mich über mein Geburtstagsgeschenk und es ist auch noch ein geiles Weihnachtsgeschenk, weil für mich ist das ja einerlei. Und außerdem ist es so super warm. Liebe Heidi, vielen, vielen Dank. Das ist der Marbacher Polster. Der Polster ist nicht nur super flauschig oder hat das geilste Logo der Welt vorne drauf, sondern er hat auch hier eine Weihnachtsmütze. Und das Geniale an dieser Weihnachtsmütze, sie ist abnehmbar. Sie wurde von der Heidi persönlich gehäkelt und sie hat mir versprochen, ich bekomme passend zur Saison immer eine neue Anpinsache hier. Für Silvester wird es was geben, für Valentinstag und so. Ich freue mich schon sehr, bin gespannt, was ihr da so einfällt. Aber das ist ziemlich, ziemlich genial. Und für den schönen Siebdruck hat sie mich gebeten, die Handsiebdruck.at zu erwähnen. Ich werde es unten verlinken. Leute, ihr habt einen guten Job gemacht. Sieht sehr, sehr gut aus. Aber bei diesem genialen Logo einfach nicht schwierig. Dieser Polster wird mit mir jetzt immer auf Tour gehen. Ich werde versuchen, ihn in so viele Videos wie möglich
einzubauen, weil ja, die Qualität der Videos wird einfach dramatisch steigen, wenn der Polster immer dabei ist. Das war's. Meine Geschenkephilosophie für euch, ihr dürft sie gerne übernehmen, adaptieren. Das bringt viel weniger Stress im Leben und tollere Geschenke. Und man macht sich auch mehr Gedanken über die Leute, die man beschenkt. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt heute ein schönes Fest. Im Kreise der Lieben, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke und schöne Weihnachten.